Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Jesus Christus, der Herr, dessen Kommen wir voll Freude in diesen Tagen des Advents erwarten, er sei mit euch. Hier vorne steht unser Pfarrpatron, der heilige Johannes der Täufer. Er ist die Stimme, die in der Wüste sagt: Bereitet dem Herrn den Weg. Die Adventszeit, sie ist eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Hier oben brennt die erste Kerze, der erste Advent, das neue Kirchenjahr, es hat begonnen. Und darunter ein Geschenk unserer Kindergärten, an diesem Sonntag vom Regenbogen. Unter dem Adventskranz, da hängt ein Bett. Denn die Kindergartenkinder, sie stellen sich in diesen Wochen des Advents die Frage: Was kann ich dem Christkind schenken? Die Krippe soll nicht sein Zuhause sein, sondern ein warmes Kinderbett. Die Kinder wissen in ihrem Herzen, was es heißt, im Advent in Werken der Liebe Gott eine Freude zu machen. Gott und dem Nächsten. Auch wir können uns fragen in diesen Tagen des Advents: Was ist das, was ich Gott auf diesem Weg auf Weihnachten hin schenken möchte? Wir haben noch ein paar Wochen, ein paar Tage Zeit. Bereiten auch wir den Herrn den Weg. Und lassen uns vielleicht auch in den nächsten Geschenken der Kinder ein wenig inspirieren. Denn Kinderherz geht ja bekanntlich wie das Kindergebet durch die Wolken. Und vielleicht erreicht ihr gutes Tun auch unser Herz. So wollen wir den Herrn in unserer Mitte, der aus Liebe zu uns Menschen Mensch geworden ist, im Kyrie grüßen. Der allmächtige und gütige Gott, erbarme sich unser. Er verzeihe uns, wo wir einander die Liebe schuldig geblieben sind, und führe uns einmal zur ewigen Freude. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, alles steht in deiner Macht. Du schenkst das Wollen und auch das Vollbringen. Hilf uns auf dem Weg der Gerechtigkeit, Christus entgegenzugehen und uns durch Taten der Liebe in diesen Tagen des Advents auf seine Ankunft vorzubereiten.
damit wir den Platz zu seiner Rechten erhalten, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Ehre in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn, wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres Herrn. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seht euch vor und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt. Ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, seid wachsam. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Mitchristen, heute an diesem ersten Adventssonntag beginnt für die Kirche ein neues liturgisches Jahr. Der Advent ist die Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Wir warten und ersehnen den kommenden Christus, der Mensch für uns geworden ist, damit wir selber Mensch werden. Jedes Jahr im Advent stellt sich für jeden Einzelnen von uns die Frage, wie bereite ich mich auf dieses besondere Fest vor? Manche denken vielleicht als erstes an die Geschenke. Was werde ich meinen Liebsten dieses Jahr zu Weihnachten schenken? Andere haben die Weihnachtspost vor Augen. Wem schreibe ich einen lieben Brief oder eine Karte? Die es schnell und einfach haben wollen, senden dann eventuell eine E-Mail oder WhatsApp an alle Bekannten und Freunde. Manchmal könnte es auf der Griff zum Telefon sein. In unserer Kirche und Pfarrgemeinde haben wir trotz Corona auch in dieser Adventszeit viele Vorbereitungen schon gemacht. Denn die Adventszeit gehört als Vorbereitungszeit auf Weihnachten zu unserem gläubigen Leben. Darum erinnert uns das heutige Evangelium daran, dass der Herr kommt und wir alle wach und aufmerksam sein sollten. Jesus spricht zu uns sehr deutliche Worte zum Beginn des neuen Kirchenjahres. Ihr wisst nicht, wann der Herr kommen wird. Ja, in unserem Leben wird es einmal einen entscheidenden Moment geben. Es ist der Moment, wenn wir vor unserem Schöpfer treten. Aber wann wird er zu uns kommen? Wir wissen es nicht. Keiner von uns weiß diese Stunde. Der Herr wollte uns keinen Termin offenbaren, weder für uns, für unser Leben, noch für das Ende der Welt. Deshalb lasst uns die Geduld bewahren und wie es Johannes der Täufer es getan hat, nach Gott in der Welt und im eigenen Leben Ausschau halten. Der Advent ist auch wie eine Reise. Vor dem Start brauchen wir Ruhe und Zeit, um zu überlegen, was will ich einpacken, was lasse ich weg, was brauche ich innerlich und äußerlich für meinen Reiseweg. Dabei erkennen wir, was wir tatsächlich genau gebrauchen. Und unnötigen Ballast können wir zu Hause lassen, der unser Leben oft schwer und unerträglich macht. Dort im Koffer, wo dann wieder Platz geschaffen worden ist, kann mehr Freundlichkeit und Liebe Raum finden. Wir sollen Platz schaffen für alles, was uns selbst und anderen gut tut. So können wir dem Herrn den Weg bereiten, dessen Ankunft wir in Jesus Christus voller Freude in diesen Tagen erwarten, wie es auch schon unzählige Menschen, Generationen vor uns getan haben. Advent ist der andere Name der Hoffnung, des Friedens und der Freude. Advent ist der Reichtum in der Armut, das Licht in der Dunkelheit und der Beistand in der Verlassenheit. Verlieren wir nie den Geist der Erwartung in unserem Herzen, denn der Herr könnte in jeden Augenblick kommen. Wenn man sich in seinem Leben nicht nur auf das Schwere konzentriert,
sondern die Zeit für die Liebe nutzt, dann kann es sogar eine sehr schöne Wartezeit werden. Wie die Fastenzeit ist auch die Adventzeit eine Zeit des Gebets und der Erneuerung unserer Herzen. Da sie zur Winterzeit kommt, ist das Feuer ein passendes Zeichen, um uns zu helfen, den Advent mit aufmerksamen Herzen zu begehen. Wenn Jesus Christus wirklich an diesem Weihnachtsfest in unserem Herzen geboren werden soll, dann muss das Feuer der Liebe in unserem Handeln am nächsten und im innigen Gebet präsent sein. Unsere Anbetung und Hingabe muss das Feuer in unseren Seelen schüren, das unsere Herzen wirklich verändern kann. Es ist unsere große Verantwortung, diese Adventzeit nicht zu vergeuden, sondern zu nutzen. Also bleiben wir in diesen Tagen des Advents wachsam und freuen wir uns auf den, der kommt, Jesus Christus, der Herr. Amen. Mensch geworden ist. So wollen wir in diesen Tagen des Advents Gott danken, aber auch ihn bitten. Wir beten für die Kirche und alle, die in ihr ein Amt haben, dass es ihnen gelingt, in den Menschen die Hoffnung auf das Kommen Jesu Christi wachzuhalten. Du treuer Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Welt, dass sie sich in diesen Wochen Zeit nimmt, sich auf das zu besinnen, was im Blick auf das Kommen des Herrn wirklich zählt. Du treuer Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Armen, Hilfsbedürftigen, Geschundenen, dass sie durch Menschen, auch durch uns, wirksame Hilfe erfahren und deine Vatergüte erkennen können. Du treuer Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Pfarrgemeinde. Lass alle ihre Glieder neu auf Christus, unseren Herrn, schauen und dies durch ihr Leben zeigen. Du treuer Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen heute Abend auch an unsere lieben Verstorbenen denken. Wir beten für den in der vergangenen Woche verstorbenen Pfarrer Engelbert Schewe aus Lastrup. Und wir beten für Herrn Georg Brinkmann aus Mollbergen, der gestern Abend verstorben ist, und Herrn Josef Bramlage aus Ermke, der heute früh verstorben ist. O Herr, gib all unseren lieben Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchten. Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden.
Bittet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Lasset uns bieten. Allmächtiger Gott, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir dir darbringen, und mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinem Tisch im kommenden Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn in seinem ersten Kommen hat er sich entäußert und ist Mensch geworden. So hat er die alte Verheißung erfüllt und den Weg des Heiles erschlossen. Wenn er wiederkommt im Glanz seiner Herrlichkeit, werden wir sichtbar empfangen, was wir jetzt mit wachem Herzen gläubig erwarten. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig ist Gott, der Herr der Mächte. Er füllt sind die Himmel und Erde von seiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, gebenedeit sei. Der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ja, wie wir es gesungen haben, heilig bist du, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche, den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde
und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank. Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gott, du bist gut, wir loben dich. Wir danken dir, o Herr. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix und allen Bischöfen, unseren Priestern, Ordensleuten und Diakonen, mit allen Männern und Frauen, Großen und Kleinen, die du zum Dienst in der Kirche bestellt hast. Gott, du bist gut. Wir loben dich, wir danken dir, o Herr. Gedenke auch aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. In einem Moment der Stille wollen wir an unsere lieben Verstorbenen denken. Wir beten für Pfarrer Engelbert Schiewe, für Georg Brinkmann und Josef Bramlage. Und wir wollen auch für all die Menschen beten, die in dieser Stunde zwischen Himmel und Erde stehen und sich von Herzen eine gute Sterbestunde erbitten. Gütiger Gott, nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit unserem Pfarrpatron, dem heiligen Johannes, dem Täufer, der heiligen Mutter Anna und dem heiligen Bruder Konrad, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Gott, du bist gut, wir loben dich, wir danken dir, o Herr. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Gott, du bist gut. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. In diesem Vertrauen dürfen wir gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des auferstandenen Herrn, er sei allezeit mit euch. Schenken wir einander ein Zeichen, eine Geste des Friedens, der Versöhnung. Seht im gebrochenen und geteilten Brot Christus, den auferstandenen Herrn, in unserer Mitte. Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Seid wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, wann Christus der Herr kommt. Der Leib Christi schenke uns die ewige Freude. Amen. Das Blut Christi, unser Heil. Mit dem Kommuniongang ist es wieder so, die Kanzelseite beginnt, die Krippenseite ist dann dran, alle gehen durch den Mittelgang, alle machen den Kommuniongang mit, so ist der Mindestabstand gewahrt und niemand fällt über die Beine des anderen. Wer nicht kommunizieren will, macht einfach eine Verneigung und dann gehen wir seitlich wieder an den Platz. In die erste Bank wird Pater Ginisch die heilige Kommunion bringen.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick auf das Unvergängliche, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Am Ende des Gottesdienstes noch einige Verkündigungen. Sie nimmt noch mal eben Platz. Als erstes der neue Fahrbrief ist da. Alle wichtigen Termine der Advents- und Weihnachtszeit bis ins neue Jahr stehen dort drin. Man kann ihn gerne gleich mitnehmen. Und dann kann man sich jetzt auch ab kommenden Montag anmelden für die Christmetten, aber auch Weihnachtsgottesdienste. Um 3 Uhr wird es im Pfarrgarten auch ein Krippenspiel geben. Alle Gottesdienste sind eben auch begrenzt, weil auch an Weihnachten werden wir die Abstandsregelungen einhalten müssen. Darum, wir versuchen, was wir können, aber können nicht allen Heiligabend und auch den ersten Weihnachtstag geben. Manche werden dann vielleicht auch den zweiten oder sogar am Sonntag den dritten Weihnachtstag kriegen, denn wir können nicht mehr als zelebrieren. Es sind 5 Christmetten in Peheim insgesamt und Mollbergen, denn um 23 Uhr ist hier in der Kirche auch noch eine Christmette. Und dann an den Feiertagen und auch am Sonntag, wie gewohnt, die 3 um 9, um 10.30 Uhr und um 18 Uhr. Vielleicht guckt man mit der Familie, wann man möchte, denn es wäre auch schön, wenn man als Familie ginge, denn dann kriegt man auch mehr gemeinschaftlich unter, da ja Familien zusammensetzen dürfen. Und dann sind wir da auch an einem wichtigen Punkt. Corona, es hat mittlerweile auch uns erreicht und es sind auch schon in unserem Ort Menschen gestorben, nicht an Corona, aber auch mit Corona. Und wir sind jetzt einfach auch gehalten, in allen Gottesdiensten sowie auch heute Abend eben zu erfragen, wer zum Gottesdienst gekommen ist, denn unsere Ämter vom Landkreis zum Verfolgen von irgendwelchen Ausbrüchen, sie kommen der Sachen nicht nach und auch die Schulen und Kindergärten alle führen Listen und so müssen wir das auch tun. Es ist einfach eine Frage der Solidarität und darum, wenn nach dem Namen gefragt wird, ist das keine Schikane, sondern es dient allem. Und
darum möchte ich jetzt auch darum bitten, wenn wir jetzt die nächsten Gottesdienste besuchen, ob im Advent oder auch in der Weihnachtszeit, dass wir auf die Ordnungsdienste hören, denn den Platz, den sie uns weisen, der soll von vorne nach hinten gehen, denn es kommen auch immer wieder ein paar Leute unangemeldet oder sie sind in Trauer und wollen dann spontan noch an der Messe teilnehmen. Wir können das nur gewährleisten, wenn wir auch ein System haben von vorne nach hinten, dass man eventuell noch Leuten Platz schafft. Und darum bitte ich darum, ich bin nämlich unseren Ordnungskräften sehr dankbar, dass sie das Sonntag für Sonntag, Messe für Messe tun. Und dann ist das äußerst unerquicklich, wenn sie dann noch dafür angeraunzt werden. Es ist einfach eine Frage der Solidarität. Und ich bitte das auch zu respektieren, damit wir anderen auch den Weg bereiten. Denn zum Beispiel nächsten Sonntag ist Firmung hier in der Kirche. Beide Morgenmessen sind nur für die Firmlinge und deren Familien, sodass sich die 10.30 Uhr Messe auch auf die anderen Gottesdienste verteilen muss, hier und auch in Peheim. Dann wird gleich im Anschluss des Gottesdienstes auch wieder Plätzchen verkauft. Der Familienausschuss und viele Unterstützer des Familienausschusses haben gebacken. Der Erlös kommt zu 100% an Weihnachten Familien zugute, die nicht so viel Kohle haben, damit sie eben für Weihnachtsgeschenke oder das, was die Familie gerade braucht, eine kleine Unterstützung bekommt von der Pfarrgemeinde. Ich finde, das ist eine gute Sache und ich fände es schön, wenn wir es auch gut mittragen würden. Dann sammeln wir auch wieder für die Tafel vom 1. bis zum 3. Advent. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr sonntags nicht unbedingt für die Kollekte, aber wieder Dosen, Süßigkeiten, vor allem Nudeln, Reis, Salz, das, was die Tafel ebenso nie hat. Diese Lebensmittel kann man immer verkaufen. Und vor allem auch ein paar ordentliche Süßigkeiten. Denn bei der Tafel gibt es meistens ja das, was entweder abgelaufen oder andere nicht mehr haben möchten. Und wenn man an Weihnachten schenkt, sollte man ja mit dem Herzen schenken und auch gute Dinge schenken. Ich habe mir angewöhnt, das, was ich mir zu Weihnachten gönne, 1:1 nochmal für die Tafel einzukaufen. Das tut niemandem weh und ist, glaube ich, auch ein schönes Zeichen, was, wie Johannes sagt, dem Herrn auch den Weg bereitet. Dann möchte ich auch noch auf eine Sache hinweisen, die mich sehr erfreut. Bei uns auf dem Adolf-Kolping-Platz, da steht eine Bude, die lohnt sich zu bestaunen. Und vielleicht findet man auch einen Knopf, dann wird das noch spannender. Aber man kann auch jenseits des Adolf-Kolping-Platz mal auf die andere Seite gucken. Ich freue mich immer, wenn im Dorf sich was tut und Leute kreative Ideen haben. Und ich finde das gut, wenn man diese Ideen auch unterstützt. Und von daher, vielleicht sind einige neugierig geworden, um mal Ausschau zu halten. Denn gerade in Zeiten der Krise tut das immer gut, wenn Leute Zeichen setzen und was tun. Und das haben schon viele getan. Der Familienbaum steht. Ein paar Symbole sind schon dran. Also an diesem Sonntag war das Bett dran. Wir können noch ein paar Betten gebrauchen für den Baum. Der ist dieses Jahr nämlich sehr groß geworden. Auch die Krippe hat einen neuen Platz gefunden. Und ich glaube, wir werden dann noch einige schöne Dinge mit drauf sehen. Aber auch der Kranz vor der Tür, auch dass heute Abend die Damenschola singt oder Frauenschola singt, extra, dass ihr euch auch dafür bereit erklärt habt. Es gibt so viele Leute, die sich jetzt in diesen Tagen des Advents ehrenamtlich engagieren. Das ist wirklich eine Freude, das als Pastor zu sehen. Dafür kann ich allen nur danken. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen, ein bisschen Verständnis füreinander haben und auch manches miteinander teilen,
dann kann es eine gesegnete Adventszeit werden. Und so wünsche ich uns allen, im Namen auch von Pater Dzienisch, Konrad Rees und auch Holger Meyer, dem ganzen Team, uns allen einen gesegneten ersten Advent. Und ich hoffe, dass diese Tage des Advents auch für uns Tage des Heils werden. So wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr sei mit euch. So segne euch und eure Lieben und all die Menschen, die ihr im Herzen tragt, der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Allen einen gesegneten ersten Advent, gehet hin und bringet Frieden.